Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, meine Freunde, es geht weiter mit der beste Tabak der Welt, Nummer 3. Schon mal vorab, ich hoffe, dieses komische Kratzen-Problem mit dem Sound, ja, wird jetzt besser. Ja, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe es auch schon im letzten Video unten in die Kommentare geschrieben. Ich habe keine Ahnung. Ja, die Rohdatei ist wirklich super. Sobald ich das auf YouTube hochlade, kratzt das irgendwie. Keine Ahnung. Ich werde jetzt mal ein bisschen leiser quatschen und dann hoffen, dass das funktioniert. Ansonsten habe ich vorerst erstmal ein Problem. Ja, eigentlich ist nämlich das Mikrofon von der Kamera nicht schlecht. Deswegen quatsche ich jetzt ein bisschen leiser. Ja, ja, Freunde. Ihr habt wieder fleißig in die Kommentare geschrieben, was ihr gerne sehen wollt. Wir haben die nächsten 4 Sorten und die nächste Mixsorte. Und wir fangen heute an bei Eisbonbon. Und bei Eisbonbon muss man meiner Meinung nach ganz klar unterscheiden. Will man wirklich diese Eisbonbons, diese blauen Eisbonbons, die es früher gab, dann kann man hier zu PX1 greifen. Ist ein Molasse, da müsst ihr erst den Rohtabak anfeuchten, ungefähr 2 Wochen stehen lassen. Und dann könnt ihr rauchen, aber PX1 ist meiner Meinung nach, was dieses wirkliche originale Eisbonbon angeht, Spitzenreiter, möchte ich sagen. Ja? Man kann jetzt noch andere Eisbonbons Sorten oder Tabakmarken nennen, aber PX1 ist meiner Meinung nach von der Molasse her, wenn das ordentlich alles eingezogen ist, wirklich 1:1 dieses Eisbonbon, wie man das kennt. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben Adalia. Adalia ist aber nicht dieses Eisbonbon, es ist schon Eisbonbon, aber es ist eher ein Mix aus süßen Bonbons und Minze. Ja? Also da könnt ihr meiner Meinung nach entscheiden, wollt ihr wirklich dieses originale Eisbonbon haben oder wollt ihr einfach nur süßen Bonbon-Tabak mit Minze, dann könnt ihr zum Adalia greifen, aber wer wirklich dieses reine Eisbonbon haben will, der sollte sich dort mal bei PX1 schlau machen, sich den Tabak kaufen, beziehungsweise die Molasse, das ordentlich einziehen lassen und dann ist es meiner Meinung nach der beste auf dem Markt. Ja, ich meine, es ist alles Geschmackssache, aber das sind so die Sorten, die ich bisher geraucht habe, die ich in Eisbonbon einordne und da könnt ihr aber auch wieder in diesem Video eure Kommentare, beziehungsweise ja, euren Geschmack dazu schreiben, was findet ihr zum Beispiel von Eisbonbon. Geil, dies, das, die ganzen Sorten, wie gesagt, schreibt die Sorten einfach einmal auf, schreibt eure Meinung dazu und dann die Sorte, die ihr im nächsten Video sehen wollt. Ja, Freunde, dann kommen wir zu Birne. Birne ist meiner Meinung nach ganz, ganz schwer, ja. Viele werden jetzt vielleicht kommen mit Social Smoke, Pier, keine Ahnung, wie der heißt von Social Smoke. Habe ich noch nicht geraucht. Mir ist aber von Birne her definitiv hängen geblieben der Golden Pipe Fresh Pier. Ja, das ist Birne-Minze. Die Minze ist nicht ganz so sehr stark, aber meiner Meinung nach schmeckt hier die Birne sehr lecker raus. Das ist eine süßliche Birne, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich muss dazu noch sagen, Birnentabak, einen reinen Birnentabak habe ich außer den Golden Pipe, ich weiß gar nicht, vielleicht mal noch einen anderen probiert, aber jetzt keinen Birnentabak, der mir hängen geblieben ist. Der Golden Pipe Fresh Pier ist wirklich sehr, sehr geil. Also wer sich den zulegen will, kann den definitiv mal probieren, Freunde. Dann kommen wir zum etwas spezielleren Tabak. Und zwar ist das Cola oder Cola Minze. Cola Tabak ist auch so ein Ding. Ja, damals Rosanna Deluxe gibt es, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Markt. Wer drauf steht auf Cola, ja, Cola ist wirklich so ein... Ich glaube, das rauchen ganz, ganz wenige Cola oder Cola Minze pur. Kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Da ist mir der 7 Days hängen geblieben. Diese Cola-Note beim 7 Days geht auf jeden Fall in diese Eisrichtung, was damals gab, ja, hier zum Rausquetschen und dann daran lecken. Ja. Ist ein bisschen herber das Ganze, süß auf jeden Fall gehalten. Aber ja, da ist einfach dieser Cola-Ton. Ja. Das kann man mögen, das kann man auch nicht mögen. 7 Days finde ich ganz in Ordnung. Ja. Auch hier wieder, ich habe noch nicht so viele Cola-Tabak-Sorten geraucht. Der 7 Days war von der Cola-Süße her ja, ganz gut. Ja. Wer sich da einen Cola-Tabak zulegen will, probiert einfach mal den 7 Days. Ja, Freunde, dann kommen wir zu Kaugummi, hat einer geschrieben. Ja, nur reiner Kaugummi. Und da ist meiner Meinung nach der Alvaja einer der Spitzenreiter. Da habe ich mir jetzt 3 aufgeschrieben. Ja, die ähneln sich so ungefähr. Ja, das wäre einmal der Alvaja rein Gum, Alvaja Gum, Alvaja Spearmint oder Alvaja Eisgum. Alle 3 Sorten haben diese Spearmint-Kaugummi-Note. Ich weiß jetzt nicht direkt, ob derjenige, der Kaugummi geschrieben hat, jetzt nur Kaugummi haben wollte oder dieses Spearmint. Ja? Wenn du wirklich nur rein Kaugummi haben willst, ja, dann würde ich dir den Alvaja Gum empfehlen. Ansonsten, wenn du noch so eine leichte Spearmint-Note haben willst, dann auf jeden Fall Alvaja Eisgum oder Alvaja Spearmint. Ja? Die nehmen sich beide nicht viel. Ich glaube, bei dem Eisgum ist ein bisschen mehr Minze drin. Ja? Aber ansonsten, Kaugummi-Tabak würde ich auf jeden Fall Alvaja empfehlen. So, Freunde, und zum Schluss kommen wir wieder zum Mix-Tabak. Da habe ich mir heute rausgesucht den Freestyle. Ja, Freestyle Blue Mountain, Freunde, ihr wisst Bescheid, da überall ausverkauft, keiner hat ihn mehr. Freestyle Blue Mountain, abgeleitet von den Dampfern, Heisenberg heißt das Liquid, ist so ein Blueberry-Mix,
Ja, es ist extrem schwer. Ich habe den hier noch. Können wir mal ganz kurz aufmachen hier. Geil. Es ist ein Blaubeerton. Es ist ein Minzton. Und es ist noch einfach noch eine geile Note dabei. Ja, Leute, die Freestyle Blue Mountain schon geraucht haben, die wissen, was ich meine. Es hat definitiv einen Suchtfaktor, muss ich sagen. Ja, ich habe, glaube ich, schon 3 Dosen weggesuchtet. Ja, der ist einfach genial. Ja. Also, wer sich Mixed Tabak mal kaufen will oder einen sucht, Freestyle Blue Mountain. Ja, meine Freunde, und dann war es für diese Episode schon. Also, eure Aufgabe, ihr wisst Bescheid, beziehungsweise wer hier neu einschaltet. Die Tabaksorten, die ich genannt habe, schreibt die in die Kommentare einmal auf. Schreibt dort euren Favoriten hinter. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich denke mal, ich werde das jetzt erstmal ein bisschen fortsetzen, vielleicht bis Ende des Jahres. Jeden Sonntag wird das Ganze kommen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Einschalten, meine Freunde. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls ihr nicht getan habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, euer Schiedeschmied.